So, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play Hollow Knight. Wir haben in der letzten Folge diesen komischen Spinnenboss besiegt. Und wie es jetzt weitergeht, das erzählt euch wie immer mein Kumpel Bakyoda. Servus Leute, ja, also wir könnten jetzt theoretisch in der Story weitermachen, aber ich bin eher dafür, dass wir das Gebiet noch ein bisschen erkunden, weil hier gibt es noch ein paar Sachen zu holen. Und ja, ich würde sagen, geh einfach mal nach links weiter, weil ich rechts, glaube ich, willst du nicht nach. Okay, dann gehen wir nach links. Du hast dir was von einem optionalen Boss erzählt. Ja, Galien. Der ist eigentlich auch nicht so schwer. Aber ich habe Phasen bei dem, ja, da schaffe ich ihn und er trifft mich kein einziges Mal. Und es gibt Phasen bei ihm, ich weiß nicht, und nach oben, also rechts hoch. Es gibt Phasen bei ihm, da... Wo kommt der Gegner her? Das ist der, den du gerade getötet hast. Die kommen quasi als wiederbelebte Leichen. Ach, ja, stimmt. Das ist eklig. Da, der steht auch wieder auf. Ja, nochmal töten. Haben wir zerlegt. Was ist denn genau, das für ein weil... Was für... Ich hab den. Wir haben den. Haben wir die Karte? Drück mal kurz L1, bitte. L1. Okay, warte. Ganz kurz lassen, bitte. Genau, wenn du da Richtung Pilzhütte gehst, gibt's da links was? Oh, ja. Und links oben gibt's auch noch was, genau. Wo sind wir gerade? Weiß ich nicht. Wir sind ungefähr hier. Ja, geh einfach mal weiter nach oben. Hier oben? Ich glaube, du kannst auch links hochgehen. Warum schafft man das da nicht hoch? Jetzt. Boah, ich bin so mächtig. Links oder rechts? Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde dieses Gebiet so verwirrend. Das habe ich auch gerne gemacht, aber die stehen nicht immer auf. Pass auf, weil hier gibt es nämlich noch so eine Art versteckte Bahn. Den Maskenmacher. Und bei der versteckten Bahn sind ein paar Gegner, die eklig sind und sowas. Aber da gibt es das zweite bleiche Erz. Also das ist hier relativ nah, sage ich jetzt mal. Und wenn wir zwei bleiche Erz haben und genug Geld, können wir den Nagel verbessern. Ja, das wäre eine Idee mit dem Nagel. Dann bist du noch mehr mächtig. Geht gar nicht mächtiger mehr. Doch, es geht dann sogar noch mal mächtiger. Ich bin mächtiger wie Son Goku. Ja, wie normaler Son Goku vielleicht, aber nicht. Nein, wie Super Ultra Saiyajin. Instinct. Genau, du versuchst jetzt einfach mal hochzugehen. Weil, oh Gott, hier gibt's so viel zu holen. Genau, das, was du da hörst, das ist Zote. Wenn wir den befreien, da gibt es irgendwo, glaube ich, sogar ein Lebenssymbolstein. Hört sich an wie der, den wir mal bekämpft haben. Hier siehst du links von dir. Ja. Da wackelt ein Spinnennetz. Ich glaube, wir sind richtig. Ich glaube, wir müssen aber von unten zu dem. Nee, wir müssen von oben zu dem, aber wir sind trotzdem falsch dafür. Sicher? Na, geh weiter hoch, geh weiter hoch. Glaubt ihr nicht. Oder? Oh nein, er glaubt mir nicht. Okay, ich glaub dir. Oder? Weil, um ihn zu befreien, musst du durch einen Raum, in dem die ganzen Leichen wieder aufstehen.
Wer ist denn das, den wir da jetzt befreien vielleicht? Erzähl mal was, was weißt du über den? Ja, das ist der Zote halt. Also, den haben wir schon mal befreit von diesem, von der Rachfliege, falls du es weißt, ganz am Anfang im Grünweg. Das ist optional, man kann ihn auch sterben lassen. Mann, der ist ständig in Problemen. Ja, wir müssen ihn theoretisch sogar nochmal retten. Genau, wenn du jetzt hier nach links gehst, glaube ich, gibt es einen Weg nach unten zu ihm. Aber geh lieber erstmal hoch, weil wir wollen ja eigentlich mehr holen. Ja, ach Gott. Links oder hoch? Einfach hoch. Hoch ist gut. Ah ja, und ich habe ein neues Switch-Spiel bekommen und hier gehst du jetzt links durch. Genau, das ist offen, man sieht es nur nicht so gut. Okay. Genau, und die spucken mit Gegnern auf dich und die kannst du relativ einfach per Seelenstoß ausschalten. Ah ja, genau. Wir folgen dem Weg auf jeden Fall weiter, weil dann bekommen wir noch das Bahnticket und das wird viel später noch viel wichtiger. Weil du willst ja volles Leben haben und sowas. Und genau, wenn du jetzt hier runter gehst, kommst du zu Zote. Das können wir auch machen. Ja, dann machen wir das schnell, oder? Ja. So. Sollte auf, jetzt ja, nicht so schwer sein, den zu befreien. Wie gesagt, du kommst wirst in einen Raum eingesperrt, in dem halt solche Viecher die ganze Zeit wieder aufstehen. Wenn wir Zote befreien? Ja. Nee, ich will hoch. Ich weiß aber auch nicht, ob das einfacher oder besser ist, weil da sind auch noch ein paar harte Gegner, aber egal. Wir können ja auf dem Rückweg da runter. Genau hier, die musst du bekämpfen. Ist die zerstörte Bahn? Ist sie wieder schon falsch oder noch richtig? Ich weiß es nicht. Genau, und hier musst du dich quasi durchkämpfen. Da ist irgendwo ein Schalter unten. Und irgendwo hier oben ist Lifeblood, genau. Also da siehst du das Tor zu. Zerstörte Bahn ist einfach. Ist hier der Schalter? Genau. Und damit kommst du jetzt durch das Tor, das du gerade gesehen hast. Gehen wir hier weiter oder oben weiter? Ist eigentlich egal, ob du gehst nach links. Genau, hier sind... Ja, alles klar, wir sind sowas von richtig. Bis jetzt sind die Gegner hier nicht so stark. Ja, da kommen noch so ein paar spuckende. Unten links oder oben links? Einfach nach links. Das führt am Schluss in der Sackgasse, deswegen ist egal, einfach nach links. Die habe ich auch sowas von gehasst. Alle. Ja, aber ich bin doch mächtig. Ja, du bist eine Maschine. Was denn? Sind wir falsch? Ich bin mit, genau, das Leuchten hebst jetzt auf, das ist die Fahrkarte. Nein, das ist die Bahnkarte. Damit kannst du jetzt die Bahn halt benutzen. Hier geht es nicht noch weiter nach links. Nee, da musst du nochmal nach rechts. Wenn wir jetzt eine Karte hätten, ne? Bin mir sicher, es ist in dem Gebiet. Da geht es irgendwo nochmal nach unten. Irgendwo geht es nach unten. Das ist der Rückweg. Da auch vielleicht. Ja, da ist Lifeblood, falls du nochmal mehr Leben brauchst, kurz. Ja klar, können wir mal gebrauchen. Hier unten waren wir doch schon, ne? Gehen wir mal nach rechts, oder? Aber aus der Bahn wieder raus und dann rechts unten. Das war ich. Ich bin mir absolut sicher.
Warum komme ich hier nicht mehr hoch? Das da ist die klar. Lücke. Lustig. Hier unten vielleicht? Nee. Nee, nochmal weiter rechts. Hey, das gibt's nicht. Genau, dann schau mal, ob es da einen Weg nach unten gibt hier. Das war doch bei der zerstörten Bahn. Ja, hier runter. Da waren wir noch nicht, oder? Oder kommen wir von daher? Hier geht's zur Zota. Ja, okay, dann gehen wir doch mal erstmal hin. Und vielleicht das gibt's doch nicht. Vielleicht hier links. Unten geht's vielleicht zur Zota. Und hier vielleicht links. Schau, hier ist vielleicht die Bahn. Ja. Es könnte auch sein, dass es hier zu dem anderen. Ja, hier links geht's zu dem geheimen Boss, oder? Oder eins weiter runter links? Oh ja, ja, genau. Also ohne die Stacheln, also ein bisschen runter und links ist dann irgendwo der Boss. Da links ist der Boss. Totgestorben. Ja, aber wir genau, wollen doch hier nicht zum Boss. Weil wir haben hier ja, nichts. Aber jetzt sind wir schon da. Ja, aber wenn ich sterbe, muss ich den ganzen Weg wieder laufen. Und die Karte wird aktualisiert, dann erinnere ich mich vielleicht wieder. Ja, aber wir sterben. Ich dachte, du bist eine Maschine. Oh, du wirst jetzt sehen, wie ich sterb. Ja, das auch. Pass auf, Tipps für den Boss. Der hat eine Sense. Die dreht sich und die versucht immer auf dich zuzufliegen. Und am einfachsten ist es, indem du quasi immer dasht, wenn die auf dich zukommt. Und schlag ihn nur, wenn er in deiner Nähe ist. Wohin dashen? Einfach nach links oder rechts dashen. Er schwebt über dir, das ist so ein Taumbus. Galien. Und er spawnt ja, noch zwei Kugeln, genau. Also insgesamt spawnt er drei Projektile, die ganze Zeit, also zwei davon fliegen random rum. Und seine Sense jagt dich so ein bisschen. Und es gibt kaum Möglichkeiten, sich zu heilen. Also versuch einfach, keinen Schaden zu machen. Nee, super. Aber im Grunde ist es einfach, indem du halt dasht, wenn diese Sense auf dich zufliegt. Und er ist über dir. Du kannst quasi nur nach oben schlagen. Siehst du, das Ding meine ich. Das ist die Sense. Das ist keine Sense. Doch. Und du hast Quickslash, also theoretisch solltest du ihn wegschnitzeln können. Da jetzt hat er 33%. Jetzt hat er, glaube ich, 66%. Und du hast ihn besiegt. Toll. War das jetzt schon schwer? Boah, bin ich mächtig. Die Maschine. Machen aber noch nicht fertig. Krieg ich hier jetzt eine Bank oder so? Nein, hier gibt's keine Bänke. Hier gibt's nur die eine Bank ganz unten. Okay, aber es war knapp, ne? Eigentlich, wenn ja, man direkt unter ihnen ist, geht's eigentlich. Ja. Weil der macht 400. Ja nichts außer dieses Kreisdings da. Jetzt hast du 400 Traumesens, das ist auch gut. Der Körper eines Gefallenen. Ich habe gelesen, der Körper eines geilen Kriegers. Was ist hier? Jetzt links? Hast du 400 Traumesens? Genau, kannst du ja mal gucken. Ich weiß es nicht auswendig. Schlag da mal dagegen, die Wand schaut verdächtig aus. Okay, dann halt nicht. Das ist bestimmt ein Rückweg in der Abkürzung. Wo geht's hier überhaupt hin? Und hier ist nochmal ein Lifeblood, gut, toll. Wo denn? Da. Da. Ja, das brauche ich jetzt auch. Ich bin irgendwie dafür, dass wir nach links gehen. Ja, ich auch. Okay, bin ich nicht.
Hier Ja, mit nee, da es. runter, wo das Liveblatt runter wollte. Also, genau. Wieder zurück. So, aber wo müssen Du wir bist jetzt voll die lang? Maschine, siehst du? Ja, aber wo müssen wir jetzt hin? Ja, ich hätte jetzt echt auch gerne Karte. Weil bei der zerstörten Bahn nach links und dann runter. Hier runter vielleicht? Geht's zu diesem Erz? No, ist doch kacke. Haben wir hier unten schon? Ich bin nicht sicher. Aber ja, geht mal. Da könntest du zur Zote gehen, oder? Wo sind wir? Normalerweise stehen die zwei immer wieder auf. Waren wir hier schon? Ah, ja, jetzt gehst du wieder Richtung ja, hier waren wir Bahn. schon. Was war das? Vielleicht was ist, wenn hier wir ja hier links gehen? Ich bin sowas von verwirrt. Ich schaue jetzt nochmal nach. Das war bei der Bahn. Ich bin mir sicher. Absolut. Wie heißt das nochmal? Weiß nicht. Pale Ore. Pale Ore. Da haben wir's. Was ist hier unten? Jetzt gehst du quasi wieder dahin, wo wir hergekommen sind. Okay. Also wieder hoch, ne? Ja. Okay. Man muss bei der versteckten Bahn nach links durch. Genau, und für einen Erz müssen wir 31 Raupen retten. Für eins musst du die zweite Arena schaffen. Ja, sorry, das ist da doch nicht. Wo ist es denn dann? Ah. Bei der versteckten Station. Das heißt, wohin? Ja, dann geh doch nach links zur Schnellreise halt. Willst du dann der die Story gleich weitermachen oder sollen wir erst den Nagel holen? Wenn wir doch schon hier sind, warum holen wir nicht schnell den einen Typen da? Ja, kannst du auch machen. Wo lang? Das ist eine gute Frage. Ah, da ist ein Wurm. Du musst dich zu dem auf jeden Fall runterfangen. Ja, hier den Wurm vielleicht. Ich hasse dieses Gebiet. Hm.
Was? Du Maschine, du. Schon, ne? Achso, jetzt hier fallen lassen. Ich weiß nicht mal, wo du gerade bist. Ich habe kurz auf YouTube geschaut wegen dem Metall. Gut, und ich verlaufe mich in dem Gebiet sowieso ständig. Ja, weißt du noch, wo es zu der Bahn geht? Nö. Gut. Dann würde ich nämlich sagen, geh da hin und... Da, wo ich nicht weiß, dass ich hin kann. Also wo genau. Und dann vorher aber nach links. Okay. Sag mal, komme ich von daher? Da, wo du jetzt lang gehst, geht's Richtung Story weiter. Ja, dann gehen wir da lang. Dann machen wir doch das zuerst. Voilà. Einfach nach links und nicht sterben. Leichter gesagt als getan. Wie komme ich an dem vorbei? Kannst du oben rum? Geh mal noch ein Stück nach rechts. Oder so. Der ist einfach durch und auf. So, weiter nach links? Ja, einfach immer nach links. Immer nach links. Okay. Das ist so eklig. Schon scheiße ohne Leben, ey. Ja. Ach scheiße, da gibt's aber die Bank nicht. Also ich bin schon richtig. Richtung Story, ja. Totgestorben. Genau, und über die ist noch eine Raupe. Und links kommt jetzt nochmal so ein sechsäugiges Vieh. Ja, und den kann ich ja nicht vorbei. Ja, das ist scheiße. Aber obenrum irgendwie konnte ich doch. Hier geht's hoch. Aber ich glaube, das ist auch eine Sackgasse. Weil dieses Gebiet ist eklig und ein Arsch. Bist du quasi oberhalb. Bisschen mehr Leben ist schon wieder ein bisschen besser. Bin ich doch richtig jetzt, oder? Ja. Genau, wenn du hier jetzt hochgehst, müsstest du zu dem anderen Wurm kommen. Wo hoch? Rechts hoch. Hier. Genau, hier an der Wand hoch, genau. Dann rechts oder links? Ah, da ist ja noch so ein Viech. Ja, rechts an dem vorbei müsste noch eine Raupe kommen. Und da kommst du dann zur Webstube. Toll, ich kann das Gebiet auch noch ein bisschen. Ja, aber den komme ich niemals vorbei. Ja, dann geh nach links weiter, scheißegal. So, wir machen die ganze Zeit was anderes, als wir wollten. Weiter nach rechts. Warte. Hier? Genau. Ja. Da findest du nämlich einen Talisman. Ah! Ja,
Kannst dir auch mal eine Arschbombe machen. Ich glaube, die sind da recht sensibel. Ja, hier geht's aber nicht weiter. Doch. Ja, die Webstube, alles klar. Puh. Genau. Ich hasse dieses Gebiet. Was ist hier in der Webstube? Hier findest du einen Talisman, wenn du hoch und dem Weg folgst. Das Viech ist schon tot. Und hier ist ein geheimer Raum, aber den habe ich noch nie geschafft zu erreichen, Bank? Weil ich jedes Mal vorher gestorben bin. Einfach nach rechts. Okay, bei der Bank beenden wir die Folge. Haben wir schon keine Bank. Gemacht. Hier gibt es keine Bänke. Genau, und hier musst du quasi drüber. Ja, geht doch. So ähnlich. Ja, siehst du, Hölle läuft bei dir. Genau, und da findest du einen Talisman. Webelied. Damit okay. Folgen dir vier kleine Spinnen, wenn du den anlegst. Okay, dann beenden wir hier die Folge, ne? Jawohl, war wieder super. Ja, fand ich auch, haben einiges geschafft. So Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann einfach wieder mit einschalten. Und gerne könnt ihr auch mal bei meinem Kumpel Bakyoda vorbeischauen. Link zu seinem Kanal gibt es wie immer in der Videobeschreibung. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Gerne.